Moin, moin, liebe Leute. So, ein Grundstück in Dobrawoda und das ist eigentlich Podglavica, also zwischen Dobrawoda und Dubrava gelegen. Mit super tollem Meerblick. Maschallah, Pogledamore. ja, alles plane Fläche, wie ihr hier schon so ein bisschen im Hintergrund seht. Hier gibt es Bäume, allerdings sind das keine Fruchtbäume, sondern einfach Bäume, die Schatten spenden im Sommer dann. Und einen Olivenbaum, glaube ich, haben wir hier. Ihr habt Straßenanbindung, ihr habt Strom hier, nur Wasser müsst ihr ranschaffen, entweder eben mit Bassin oder Quelle bohren, ne? Ungefähr 5000 Quadratmeter. Preis und so setze ich drunter, auch genaue Quadratmeterzahl. Und los geht's. Also, das hier sind vermeintlich die nächsten Nachbarn. Hier ist die Grenze des Grundstücks. Entschuldigt, dass ich hier oben in der Ecke anfange. Ich wollte nur einmal von der Ecke ablaufen, dann ist es leichter. Also, da ist die Grenze. Ihr habt hier auch schon ein paar Bäumchen. Na, da so, wo die hohen Bäumchen sind, ist die Grenze. So, und das hier ist das ganze Grundstück. Na, geht hier hinten noch einmal runter. Genau. Bis da, ne? Also das nicht. Hier unten runter die Fläche und hier oben. Die Kühe gehören nicht dazu. Nur falls ihr fragt. Da oben ist ein bisschen Ebene, da ist ein bisschen Ebene. Super schön. Super schön. Habe ich schon gesagt, dass es super schön ist? Es ist super schön. Genau. Die Gegend Podglavica hier, also zwischen Dobrawoda und Dubrava, ist sehr beliebt und teurer. Das ist tatsächlich so. Alle, die uns bis jetzt hier was angeboten haben, wir haben das oft nicht mit aufgenommen, also ins Repertoire, weil wir das für zu teuer hielten. Aber es ist tatsächlich so. Bis da hinten. Es ist tatsächlich so, dass die Preise hier normal sind, weil das irgendwie alle verlangen hier in der Gegend. Deshalb erweitern wir den Horizont. Es gibt für alles jemanden, ne? Deshalb, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen und der Preis ist für euch okay. Ja? Es sind einfach nur so Vergleichswerte sozusagen, ne? Es ist halt so. Manchmal ist es teurer. Und wir sind immer noch längst nicht so teuer wie in Budva und Kotto und Tivat. Deshalb, ja. Die Preise sind jetzt hier nicht so teuer, weil schon gestiegen, so ungefähr, weil die mitbekommen haben, dass so viele Deutsche kommen, sondern die sind wirklich generell hier so teuer. Also, ne? So, da ist die untere Ebene. Ne? Darunter und da unten, wo der Strom ist, ist eine Straße. Ne? Läuft da unten lang. Genau. Ja, Wahnsinns Meerblick. Ihr erkennt heute nicht den Unterschied zwischen Himmel und Meer, aber das ist alles Meer. Meer, 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 Meer. Ich weiß. Kennt ihr noch Samstagnacht? Früher die Comedy-Sendung bei RTL 1826 oder so. Der hat immer Wetter, Wetter, Wetter gesagt, der Mirko Nonchef. Der ja auch schon gestorben ist, wie ich hörte. Also. Ich mache mehr, 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 mehr. Ne? Ja. Die Bäume hier sind total cool gewachsen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die haben alle so eine ganz spezielle Form irgendwie. Könnte ich auch nochmal genauer filmen, aber super schön. Genau. So, hier unten der Weg lang. Strom, wie ihr seht, habt ihr hier. Ne? Wie gesagt, Kühe gehören nicht dazu. Amen. In diesem Sinne. Schippidu. Genau. Kuh, 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 Kuh. Genau. Na, das ist der eine Olivenbaum hier übrigens, ne? Falls ihr ihn nicht erkannt habt. Also, Heide, in diesem Sinne.